Der erste Eindruck beim Betreten der Lobby: weitläufig, hell, modern, lichtdurchflutet, mit punktuell sehr farbenfrohen Elementen. Es handelt sich hier um ein Erwachsenenhotel mit 56 Zimmern insgesamt auf 4 Etagen, wobei es ein Nebenhaus gibt in ca. 50 Meter Entfernung. Buchbar sind Frühstück oder Halbpension. Das Hotel liegt direkt an der Strandpromenade mit herrlichem Ausblick aufs Meer. Vor dem Hotel ist Felsstrand, aber ein Schnorchelparadies. Bitte, bitte Badeschuhe. Rechts und links in ca. 100 Meter Entfernung wunderbare Sandstrände. Zur Lage später mehr. Hier sehen wir jetzt erstmal noch die Lobby. Die Bar bietet täglich ein spezielles Getränk, Cocktail, Bier, was auch immer, zu Sonderpreisen an. Die Preise sind generell sehr moderat. Ich möchte hier darauf hinweisen, dass das Hotelpersonal außerordentlich freundlich, hilfsbereit und total nett war. It's an adults-only hotel with 56 rooms in two houses and you have 4 floors. It's bookable either with breakfast or half board. It's right at the beachfront with wonderful staff and a beautiful view over the sea. The hotel is clean, the prices are reasonable and everything around it, like entertainment, shopping, drinking, bars and restaurants, you won't miss anything. The pictures here should be self-explanatory. Man blickt also durch die durchgehende Glasfassade direkt auf den Pool und die Terrasse. Terrasse ist nutzbar auch zum Frühstück und zum Abendessen. Die Größe des Pools wurde von einigen bemängelt, aber ich persönlich kann dazu nur sagen, wenn ich direkt ins Meer falle, benötige ich den Pool abends vielleicht nur zum Chillen. Hier nun der Flur in der dritten Etage als Beispiel. Auch geräumig, licht und mit kleinen modernen Sitzinseln eingerichtet. This is floor number 3 as an example. Die Zimmer bzw. Apartments, wir hatten eins mit direktem Meerblick, waren überraschend groß. Alles, was man erwartet, wie hier der Safe und weitere Oberbetten für die, die es benötigen. Der Schrank war auch groß genug. Es gab 2 Betten mit einer zusätzlichen Couch, die ebenfalls als Schlafplatz benutzt werden kann. Die Einrichtung war ebenfalls freundlich und das Zimmer insgesamt sehr sauber. Modernes Mobiliar, genügend Ablagefläche, schöne Farben und das Highlight war der Ausblick auf das Meer. Zu den Nachteilen ein wenig später, aber hier schon mal im Zimmer hätte ich mir einen Heißwasserbereiter gewünscht. Für morgendlichen Kaffee oder Tee. Wo wir es gerade gesehen haben, auch die Auswahl an Fernsehprogrammen in deutscher Sprache war nicht optimal. Vielleicht 2 letzte Mankos jetzt noch. Man hatte zwar einen tollen Ausblick, aber auch Einblick ins Nachbarzimmer, wenn die Tür offen stand. Deshalb wären undurchsichtige Trennwände an den Balkonen prima. Der nächtliche Lärm an der Promenade von Kinderfahrzeugen, Musik oder randalierenden Leuten
war sehr, sehr störend. Dazu noch mehr in einem separaten Video. Die Zimmer sind alle mit einem kleinen Balkon ausgestattet und wie gesagt, der Ausblick ist unschlagbar, zumal das Zimmer auch nach Osten ausgerichtet war. Jeden Morgen ein fantastischer, immer wieder anders aussehender, herrlicher Sonnenaufgang. Hier nun ein kleiner Überblick über das Abendbuffet. Man muss darauf hinweisen, dass im Restaurant eine Live-Cooking-Station war, wo man sich aussuchen konnte, wie man sein Fleisch oder seinen Fisch gebraten haben wollte oder irgendwelche anderen Wünsche. Wir haben das nicht in Anspruch genommen, fanden es aber beeindruckend. Zum Frühstück ist zu sagen, es mangelte an nichts. Ich konnte sagen, was für Eier, in welcher Form ich sie gebraten haben möchte. Es gab Pfannkuchen, es gab mindestens 4 oder 5 diverse frisch gepresste Fruchtsäfte. Also alles, was man sich nur wünschen kann. Hier und da wurde gesagt, das Angebot ist zu klein. Bei 50 Gästen brauche ich aber keine 300 Meter lange Theke, wo sich alles wiederholt. Ich fand's einfach klasse und war zufrieden. There was nothing whatsoever to complain about the food, neither in quality or in quantity.